Lulu und Leon Family and Fun. Heute. Genau, wie ihr seht, sitzen wir mal wieder im Auto. Jo. Das heißt, wir sind mal wieder auf dem Weg irgendwo hin. Und diesmal hat sich Lulu beklagt, sie bräuchte mal wieder ein paar Sachen. Und dann ist mir eingefallen, weißt du was? Dann geht's mal wieder ab zu New Yorker. Und weil New Yorker ist halt einfach ein sehr geiler Laden. Genau. Und für euch heißt das Ganze, was kauft eine Fünftklässlerin bei New Yorker? New Yorker. Und was ich alles kaufe und was da alles passieren wird, das seht ihr jetzt in diesem Video. Also bleibt dran. Viel Spaß. Werbung. So, bevor es jetzt aber losgeht, haben wir noch eine kleine Challenge für euch. Und zwar gibt es jetzt den neuen Sonic-Film, Sonic 2, Sonic the Hedgehog 2. Genau, der kommt am 31. März in die Kinos. Richtig, von Paramount Pictures ab 31. März. Und wie das Ganze aussieht, einen kleinen Vorgeschmack, den seht ihr jetzt. Weltraumstachelschwein. Ich bin ein Echidna-Krieger. Du hast ja so einen Fleck auf deiner... Oh nein. Hat jemand ein Uber gerufen? Es ist kalt hier drin. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist die Challenge? Und ihr habt ja gesehen, Sonic und sein Freund Tails, die fliegen ja auch gerne. Und deswegen werden wir jetzt Papierflieger basteln. Lulu ist blau, ist natürlich wer? Ist Sonic. Leon wird einen gelben basteln, der ist Tails. Und wir sind die beiden Bösen. Mama ist Dr. Robotnik, sieht man ja. Ne, die basteln grün und ich werde als Knuckles, als zweiter Bösewicht, werde ich einen roten basteln. Und dann gucken wir mal, welcher weiterfliegt, der gewinnt die Challenge. Damit geht's jetzt los. Viel Spaß. So, wir haben nämlich eine ganz coole Anleitung dazu. Falls ihr nicht wisst, wie ein cooler Papierflieger geht, dann zeigen wir euch das natürlich. Und wir sind hier alle schon fleißig am Falten und gucken gleich mal, wer denn es schafft und den am weitesten fliegen lässt. So, wir sind fertig. Jetzt geht's los mit den Papierfliegern. Ich bin Sonic. Ich bin Tails. Ich bin Knuckles. Ich bin Dr. Robot. Und jetzt gucken wir, wer am weitesten schmeißen kann. Eins, zwei, drei. Sonic! Ganz klar hat der Sonic wohl gewonnen, ne? Ob das im Film auch so ist, könnt ihr euch anschauen. Ab 31.03. Paramount Pictures. Sonic the Hedgehog 2. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir haben Ende! Na Lulu, in deinem Element? Ja? Ach du Schande. Ja, das ist nur nicht so deins, ne? Nee. Na, noch nichts dabei, wa? Das ist cool. Aha. Neues Schlaf-T-Shirt oder was? Ja. XXL. Quatsch. Na, das ist zu groß. XL? Na, guck L oder so. War nicht XXL. XL möchte ich. XL. Ja, musst du mal anhalten. Ja, das ist cool. Aha. Ach, das. So was mag ich. Das ist aber der V-Schnitt. Der V-Schnitt ganz schön. Oder ist das, weil das so zusammengezogen ist? Ich glaube, weil es so zusammengezogen ist. Hier, die sind doch auch noch. Hm, die ist auch schön. Gibt's auch in Schwarz. Man merkt, du stehst auf Schwarz, ne? Hier ist X, hier ist S. Hier ist XL. Mhm. Wieder schwarz? Ja, nee, ich brauch mal eine Abwechslung. Dann nimm noch die Zimmer, Pink. Pink.
Ja, warum denn nicht? Guck mal da oben, das haben sie auch ein Ding. Aha, guck mal hier. Guck mal, das ist auch ein Kleid. Hä? Aber nicht in Pink. Ach so, nicht in Pink. In Schwarz. Ein schwarzes Quatsch. Ich sehe die Größe nicht. Das ist 38. Ja, 42, ja. Müssen wir weiter gucken hier. Sowas ist auch modern. Einfach sowas für den Hund. Ja. Würde mir das stehen? Ja, zu einer Jeans. Och, das hört du ziehst schön. Die ganze Zeit deine Haare. Hier oder so eine schöne Seidenbluse. Ich habe Lochhosen gefunden. Was hast du gefunden? Lochhosen? Was nimmt man denn? XS oder X? Das ist S hier. Dann würde ich eine XS probieren. Probier doch. Das ist auch S. M? Ich hab XXS. Dann musst du mal anprobieren. Okay. Soll ich das halten? Dann musst du in die Kabine. Willst du nicht erst noch nach einer anderen Jeans gucken? Noch eine zum Anfang? Ja, zum Vergleichen. Okay. Oh Gott, was ist das? Oh, eine Miezekatze, oder was ist das? Aber gut, jetzt kommt ja nicht unbedingt die Jahreszeit, wo du so eine Plüschrose zum Schlafen anziehst. So, Hose hat gesessen, ne? Ja. So. Du hast ja schon ganz schön viel, ne? Mhm. Du wolltest ja eigentlich noch mal so eine Weste gucken, ne? Ja. Ich glaube, da musst du hier hin. Hier, irgendwo. Das ist alles so eng hier, ne? So weit ist der Gang. Das ist auch nicht schlecht. Was ist das denn hier? Das ist so eine. Wie dünn, so eine wie deine Winterjacke. Ja, nein. Oh! Grün, blau und pink. Ach cool. Ich finde ja die grüne gut. Ich finde die irgendwie schön. Ja, die ist auch gut. Komm mal her, ich nehme dir was ab. Das ist ganz schön schwer. Hm. Ja, dann du kannst ja vielleicht mal zwei Farben anprobieren. Grün finde ich schön. Das Pink ist aber auch nicht schlecht. Aber ich habe doch so viele Jacken. Probier doch mal an, so eine Weste. Die blaue? Ja. Guck erst nach der Größe. Das ist L. Das ist XL. Nee, S, wenn sie haben. Dann guck mal die grünen hier. Das ist XS. Guck mal hier, was das für eine Größe ist. XS. Ja. Oh. Steht hier aber groß grün. Musst du dir mal hier vorne ist ein Spiegel. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Oh, wir sitzen jetzt im Auto. Ja. Und ich sage euch, wenn es draußen warm wird,
und man mit diesen dicken Jacken und Maske dann in diesen Geschäften ist, ich bin dann immer fix und alle, aber Lulu auch. Das scheint nicht am Alter zu liegen, sondern ja, an der Tatsache, dass es dann alles ganz schön anstrengend ist. Ja, und... Aber wir haben was gefunden, oder sie? Wir fahren jetzt nach Hause und ich werde die Sache da auch Papa zeigen. Das wird wahrscheinlich ein Und ja, dann sehen wir uns zu Hause wieder. Genau, zu Hause zeigen wir euch jedes einzelne Teilchen. Bis gleich. So, wir sind wieder zu Hause. Hallöchen. Ne? Und Papa hat jetzt auch mitbekommen, dass Lulu shoppen war. Schon wieder. Die Fünftklässlerin hat New Yorker leer gekauft. Also die erste Sache ist ganz... Das ist ganz klein. Ohrringe. Und ein... Ich dachte schon, das wäre ein Dollarzeichen. Und eine davon habe ich schon an. Aber das ist ja ein Drache. Und kein Dollar. Aber mit Bling Bling. Bling Bling. Ja, wenn du Ohrlöcher hättest, dann... Hatte ich mal. Was? Das weiß ich ja noch nicht mal. Nee, da war ich ja auch ungefähr so alt wie... Leon? So, ja, dann müsstest du da doch mal... 13, 14, nee, ich habe die nicht vertragen. Da ist mein hier hatte ich es. Ohrläppchen. Und das Ohrläppchen ist so dick geworden. Ja, gut. Okay, dann komm ich... Aber ist ja auch schon... 30 Jahre. Dann kommen wir zur zweiten Sache. Ja, du wirst begeistert sein. Ist es nur, denkst du, es ist ich nur ein Ich sehe hier schon, oh, das ist bestimmt komplett zerfetzt. Das Ding. Oh. Also ich tat mich auch schwer damit, eine kaputte Hose, aber gut. Da hättest du doch einfach eine Jeans von dir nehmen können, hättest eine Schere genommen und machst Schnippschnapp. Schnippschnapp. Ja. Ich finde die mega geil. Die passt mir auch so. Ja, sie hat sie anprobiert, aber da war es so voll. Ja? Konnte ich nicht, nicht zeigen. Was macht denn der Hund? Kloppo, was machst du denn da? Kloppo. Icke? Was ist los? Du hast nichts gekriegt von New Yorker. Und hier sind auch so Fransen. Mhm. Reicht ja dann, ne? Rest bringen wir zurück. Nein. Ich komme was zu. Ein Hemd. Zur dritten Sache. Ein Hemd. Sie hat sich eine Bluse, nimmt Isa. Das ist mal... Also, die kannst du zu Leons Konfirmation... Ja, das hatte sie tatsächlich sich auch gedacht. Wirklich. Aber nicht mit der Hose? Nein, mit der Hose nicht. Ja, keine Ahnung, wie man die zusammenlegt. Ja, ich mach das schon. So wie die aussieht, muss sie auch erstmal gebügelt werden. Zur vierten Sache. Es ist ein XL-T-Shirt. Oh, das kann ich. Das ist ja so groß, das passt ja mir. Ja, das soll ein Schlaf-T-Shirt sein. Hier, das ist doch. Cruella de Vil. Die von Schneewittchen, der von König der Löwen, die von Maleficent. Aber alles nur Bösewichte, ne? Ja. Ach, Disney Villains steht ja da. Ja. Okay. Die Bösewichte. Aber jetzt ist gut, ne? Also nur. Ja, da. Wie noch mehr? Das denkst du, das hier. Hallo, ich kann es nicht zusammenkriegen, ich krieg's nicht hin. Na ja, dann komm bitte zum Saft. Pink! Was ist das denn? Putzlapp! Ja, ich wollte gerade sagen. Und dieser Stuhl. Aha. Hier. Ja. Ich glaube, das war es auch, oder? Ja, das reicht. Nein. Aber fehlt doch noch ein Teil. Ach so, das da. Ja. Ist das eine Leggings? Das ist eine Leggings, ja. Aha. Das ist einfach, ne? Ja. Dann brauchen wir ja für dich. Wir müssen sauber machen hier. Brauchen wir ja für dich das nächste Jahr nichts mehr einkaufen. Das hast du ja jetzt genug. Also, ich guck ab dann. Also. Ist doch leer. Ja, da ist nicht. So, das war's jetzt wirklich. Wie findest du meine Ausbeute? Schick, wie findet ihr die Ausbeute? Schreibt's in die Kommentare. Sie hätte ja noch mehr genommen, aber irgendwann hat sie selber gesagt, sie hätte so eine Weste auch noch an. So eine kurze. Das werdet ihr wahrscheinlich hier sehen. Da hat sie gesagt, ach, ich muss ja nicht alles nehmen. Alles, was ich schön finde, brauche ich ja nicht nehmen. Ne? Ich brauche doch nicht alles. Nein.
Das ist wirklich sehr, ja, sehr gütig gewesen. Dann wüsste ich ja gar nicht mehr, wohin damit, weil mein Schrank ist doch jetzt schon voll. Ja, jetzt nicht mehr. So, also, das war's, ne? Ja, dann. So. Schönen Abend euch noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.